Sie ist tot. Okay. Also, raus damit, bevor du platzt. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Blödsinn. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen. Um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Komm. Einen Moment. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Okay, ihr schickt mir doch irgendwo hin. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Na dann. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Ja. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. So. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Sprich mit Alt. Okay. Alt? Okay. Johnny.
Wo bist du? Hier. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? Wird uns rausgeschmissen. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Blackwall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Stimmt. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Ja. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Die maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Das hört sich gut an. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können.
Okay. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Okay. Du hast also überlebt. Bin mal echt gespannt, wie euer Deal mit Alt läuft. Wird nicht leicht sein, sie zu verarschen. Und ihr seid ja unfähig, die Wahrheit zu sagen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Jupp. Nein, ist eh nur Zeitverschwendung. Bin bloß froh, dass das erledigt ist. Will nichts mit euch zu tun haben. Dann au ab.